Schnuckis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Sondersendung. Schnick, schnack, schnick, schnack. Eigentlich bin ich ja gerade in der Fastenkur oder beim kleinen Fastenurlaub, aber hier ist am Freitag kurz vorm Schuss noch was reingetrudelt und dann habe ich gedacht, ich mache da schnell nochmal eine Sondersendung für die Woche, wenn ich nicht da bin. Denn da sind Bilder drin, auf die ihr wartet. Und die kann ich jetzt hier nicht noch ewig stehen lassen und liegen lassen, bis ich wiederkomme. Deswegen habe ich alles vorbereitet, dass ihr die Bilder jetzt in dieser Woche bekommen könnt, bestellen könnt. Und ja, das heißt, let's go. Alles einmal aufreißen, gucken, wo ist welches Bild drin. Es sind insgesamt, glaube ich, 6 Bilder. 6 will ich nicht raushauen, das ist ein bisschen viel. Mal gucken, für welche Bilder ich mich davon entscheide. Auf jeden Fall wisst ihr dann, der Rest von denen kommt jetzt in der nächsten Zeit auch noch hinterher. Genau. Und das Schöne ist, oder auch nicht, wie auch immer, uns sind ja die großen Verpackungen wieder mal ausgegangen. Die sollen jetzt aber auch irgendwann kommen. Und wir haben ja noch so viele von den etwas kleineren Verpackungen. Und die Bilder, die da drin sind, die haben die perfekte Größe für die Packungen, die wir noch übrig haben. Deswegen passt das einfach hier wie die Faust aufs Auge. Und ich freue mich so sehr, dass das so gut aufgeht hier mit der Fastenwoche und dass es vorher noch alles ankam, auch wegen der Osterware, ne? Dass die rechtzeitig da war, bevor meine Woche da losgeht, ist einfach ein Träumchen. Das läuft. Es läuft einfach. Muss man ja auch mal sehen und bewerten und gut finden. Dann legen wir mal los. Ich habe mir hier erstmal mein Arbeitstäschchen umgeschnallt, damit ich alles griffbereit habe. Und zack. Gucken wir mal in den ersten Karton. So. Zip, zap. Gucken, ob ich da so rankomme. Nee, das wird nichts. Das erste Bild ist, ja, dieses Fantasiemonster. Keine Ahnung, ein Frosch. Auf jeden Fall ist es sehr niedlich. So, also ich zeige euch jetzt alle, die angekommen sind, aber wie gesagt, es kommen nicht alle direkt in den Shop, ne? Wir müssen nachher nochmal kurz gucken, welches, also ich habe schon was im Kopf, was ich so kombinieren möchte. Ihr erfahrt natürlich dann auch gleich, welches in den Shop kommt. Ich habe das einfach mal aufgeschnitten, vielleicht hätte ich, ach nee, ist ein anderes, mal auch auf die Zahl gucken können. Wartet mal, das ist eins, das kann ich euch noch nicht zeigen. Huch, von wegen, ich zeige euch alle. Nein, das ist eins, das ist jetzt quasi viel zu spät angekommen, das passt mehr in die richtig schöne vorweihnachtliche Zeit. Das bleibt noch ein bisschen liegen. Ja, das passt jetzt überhaupt gar nicht in die Jahreszeit. Machen wir mal bei dem weiter. Ach, reicht noch nicht. So. Ach, es ist immer wieder so spannend, ne? Geht nicht. So. Welches haben wir denn hier? Kenne ich das schon so? Ist das das Gleiche, was wir eben hatten? Nee. Oh Gott, guckt euch das an. Also das sind ja, ich habe ja wirklich 2 Elfenmädchen für euch. Die sind, also das ist wirklich da. Das sprengt ja mein Herz, weil die so Zucker sind. Einmal haben wir dieses bezaubernde Mädchen hier. Wunderschön. Hab noch keine Namen und nix. Muss ich nochmal reingucken. Auf jeden Fall haben alle Bilder Besonderheiten. Entweder Fairy Dust Steine oder Metallic Steine. Also richtig toll. Gut, dann gucken wir weiter. So, auf der anderen Seite, da haben wir nochmal den Frosch. Ich weiß nicht, ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Gehen wir mal an die nächste Palette. Da sehe ich nämlich noch 2 Nummern auf dem Karton. Das hatten wir dann, glaube ich, noch nicht. Ganz wichtig, nicht nachmachen, nicht filmen und schneiden. Macht das lieber separat. Sollte ich auch tun, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller hier. Ist ja auch für euch nicht so interessant, hier beim Schneiden zuzugucken. So, was haben wir hier? Da ist das Mädchen mit dem Wolf. Das geht auf jeden Fall in den Shop. Da gab es ja schon so viel Resonanz. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso, woher kommt die Resonanz? Ich hatte schon ein paar Coverminder in diversen New-Boxen. Und dadurch ist dieses Bild schon bekannt. Und das ist richtig eingeschlagen. Jawohl. Also, das geht definitiv in den Shop.
Schön. Hat leider so ein bisschen komisches Maß, 40x50. Ließ sich leider nicht besser produzieren. Aber ist ja auch nicht so weit wild. Hm? Passt auf jeden Fall in eine Mappe, die für 50x50 cm groß geeignete Bilder sind. Und da kriegt ihr das natürlich auch rein. Super, haben wir. Und jetzt machen wir den noch auf. Und hier haben wir, ich vermute, die zweite Elfe. Jawohl, das zweite Elfenmädchen. Sie sind beide umwerfend und es fiel mir einfach sowas von schwer, mich zu entscheiden. Ach, ich weiß auch gar nicht, ob man dann beide zusammen launcht oder einzeln. Weil eigentlich ist es ja bestimmt nicht spannend, beide Mädchen gleichzeitig zu machen. Für euch? Ich weiß es nicht. Also da seht ihr mal, das sind so meine Gedanken, die ich immer im Kopf habe, ne? Dass man immer nicht weiß, wie kombiniert man die Bilder, was schießt man raus, alles ist zu viel. Und wenn ich dann sage, ich mache nicht gleich alle, dann schreiben die alle, warum machst du nicht alle gleichzeitig? Ich hätte aber lieber das und das gewollt. Ist halt immer schwierig. Und ich habe auch irgendwie ein bisschen Angst, dass unser Lager auch hier bald wieder zu voll ist. Habe ich das gerade laut gesagt? Oh Gott, ja, es ist... Oh, wirklich krass. Und es kommt noch so viel Ware nach, ey. Naja, machen wir schon alles, ne? Wird schon alles klappen. Also auf jeden Fall sind aus der anderen Halle jetzt schon die Regale ausgebaut. Die werden dann hier auch noch alle reinkommen. Dann haben wir ja wieder Platz. Ne? Ja. So, bei dem weiß ich nicht, ob wir das schon haben. Oder ob das... nein. Das ist doch... Nee, ist das das, was ich eben schon gesagt habe? Das gibt's noch nicht. Ja, das kann ich euch noch nicht zeigen. So, eins vermisse ich aber noch. Das mit so kleinen drei Tierchen übereinander gestapelt. Ganz niedlich. Das muss ich jetzt nochmal so suchen, ohne euch. Ich habe mir jetzt nochmal meinen schlauen Ordner geholt. Das macht es ein bisschen einfacher, um das zu finden, was ich suche. Da muss ich nicht so lange rumdrödeln hier und jeden Karton aufschneiden. So, dann weiß ich gleich ganz genau, welches Bild ich suche. Und da hab ich's auch schon. Guckt euch mal dieses süße Bild an. Diese kleinen Waldwesen übereinander. Gucken die so cute. So süß. Das ist übrigens das einzige Bild, das ich von dieser Charge hier mit runden Steinen auch habe. Alle anderen Bilder sind dieses Mal nur mit eckigen Steinen verfügbar. Und genau, bei dem könnt ihr euch auch für runde Steine entscheiden, wollte ich sagen. Und hier haben wir noch das letzte Schätzchen. Haltet euch fest, ich habe es euch ja schon erzählt, die Vintage Cat, die wir als Anhänger haben, die habe ich auch als Bild bestellt. Und da ist es. Ui, die ist so schön. Ja, die gibt's dann auch bald im Shop. Noch habe ich mich ja nicht entschieden, welche Bilder ich dann als erstes launchen werde. Aber ja, ich denke, dass mir mein Bauchgefühl nachher gleich sagen wird, was da an den Start gehen wird. Und auch den wunderschönen Coverminder haben wir. Der ist ja schon länger angekommen. Der ist einfach bezaubernd. Und ich finde, wenn man die Vintage Cat als Anhänger kennt, das Bild und der Coverminder, der macht doch noch richtig was her, oder? Mit dem schwarzen Hintergrund. Ein Träumchen. Gut, jetzt habe ich alle Bilder beisammen und jetzt gerade schoss es mir so durch den Kopf, ich könnte doch vorher noch eine Überraschungsbox raushauen für diese Bilder. Ich wette, wenn dieser Sonderteil online ist, dann ist diese Box nicht mehr da. Weil ich weiß, ihr seid so heiß auf diese Bilder, dass die Überraschungsbox einmal verkauft ist. Und ja, ihr dann danach eben die Möglichkeit habt, die Bilder dann nach und nach Stück einzeln zu kaufen. Ja, das habe ich mit Sicherheit gemacht. Ich habe vorher eine Überraschungsbox verkauft. Deswegen werden wahrscheinlich auch schon Bilder im Umlauf sein, die ihr noch nicht im Shop findet. Also wenn ihr jetzt die nächsten Tage Unboxing-Videos auf Social Media seht, dann wisst ihr schon, ah, die hat wahrscheinlich die Überraschungsbox ergattert und schon Bilder zu Hause, die ich noch gar nicht verkaufe. So nämlich. Sorry für euch hier auf YouTube, aber das ist wieder mein Argument, unbedingt auf Instagram zu folgen. Denn auf Instagram kriegt ihr so eine Aktion sofort mit, und verpasst das nicht. Also, guckt auf Insta vorbei, da heiße ich so wie hier, tini-schnickschnack.de. Hier seht ihr noch die anderen Coverminder. Wenn ich die Hand vor die Kamera halte, dann geht's mit dem Flackerlicht. Ach nee, so schöne Motive. Traumhaft. Also zwei davon gehen online und die anderen dann in der nächsten Zeit. Ja, toll.
So, dann würde ich sagen, packe ich euch die Leinwände einmal aus und zeige euch die ganzen Bilder. Starten wir mit dem, ich würde sagen, Fantasy Frog. So ein Fantasiefrosch. Mir fällt auch nichts anderes dazu ein. Also wenn ihr noch Ideen habt, wie wir das hier nennen können, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Es könnte auch eine Schildkröte sein, oder? Schildkröte mit Blumenpanzer? Ich weiß es nicht. Egal, es ist auf jeden Fall super niedlich. Aber gehen wir mal davon aus, keiner weiß, was Pokémon sind, ne? Also. So, wir haben bei diesem Bild ein Maß von 40 x 50 cm, 59 Farben insgesamt, davon 4 AB-Farben und wir haben 3 Metallic-Farben. Die schauen wir uns auch direkt mal an. Den ersten Farbton kann ich hier draußen schon erkennen, dieses wunderschöne Grün. Das sieht wirklich richtig toll aus. So, und wo? Achso, das liegt hier so drin. Wo sind denn die anderen? Da haben wir noch einen Grünton. Ein anderer, jawohl, und einmal ein Goldton. Und das Motiv ist von Sandrietta. Es müssten, glaube ich, alle Bilder heute von Sandrietta sein, die hier präsentiert werden. Ich glaube, ja. Dann kommen wir direkt zu dem Wolfsmädchen. Und da hat mein Bauchgefühl mir direkt gesagt, dieses Bild ist auf jeden Fall eins von denen, die heute online gehen. Das ist so schön. Und ich weiß, dass ihr euch da schon tierisch drauf freut. Auch das ist von Sandrietta in der Größe 40 x 50. Und auch hier haben wir 59 Farben, 4 AB. Und hier sind Sondersteine mit dabei. Und die Nachtleuchten. Jetzt muss ich selber erstmal kurz gucken. Ich bin verwirrt. So verwirrt, dass ich sogar nochmal nachgucken musste auf meine Bestellliste. Also ich habe dieses Bild mit Fairy Dust Stein bestellt. Und es sind auch Fairy Dust Steine drin. Aber woher kommt denn jetzt hier die Bezeichnung ND? Haben die sich da vertippt? Das ist ja komisch. Also hier könnt ihr die sehen. Was habe ich gesagt? 4 Stück? 1, 2, 3, 4. Genau. Da haben wir den weißen Ton. Einmal so ein bräunlichen. Und noch einen etwas erdigen Ton. Und die letzte Farbe ist ein lila Ton. Nee, da sind wir schon. Hä? Moment, falsche Richtung. Gefunden! Die 52 fehlte uns noch und das ist in dem Fall so ein schöner silbergrauer Ton. Okay, also die Entscheidung ist gefallen. Auf dieses Bild könnt ihr euch heute auf jeden Fall schon mal freuen. Dann haben wir diese drei niedlichen Waldfreunde. Richtig knuffig. Kleine süße Waldwesen, auch da kann ich nicht genau sagen, in welche Richtung das geht. Aber es sind einfach ganz niedliche Tierchen. Und eine Farbe springt mich da oben schon ganz besonders an. Guckt euch die an! Wow! So, 40 x 50 hat auch dieses Bild. Wir haben 64 Farben, davon 1, 2, 3, 4 AB. Und auch hier scheint es wieder ein Druckfehler zu sein, keine Ahnung. 1, 2, 3 Feenstaubsteine. Ich könnte jetzt auch sagen, das sind vielleicht die anderen Steine, die Candy Stones, aber die hatten ja die JS-Bezeichnung. Deswegen mit Andy kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Es ist wirklich merkwürdig. Aber es sind Leonsteine, eindeutig. Leonstein sei schon Fairy Dust Steine, eindeutig. So, wo haben wir denn die hier? Ach, die sehe ich hier schon. Oh, so ein schöner Grüntön wartet. Ich packe die aus. Die sind ja auch schön. Guckt mal, einen schönen braunen Mockerton. Dann haben wir diesen Aprikoton und dieses, ja, ich würde sagen, Moosgrün. Wunderschön. Ja, Schnuckis, ihr habt euch mehr Fairy Dust Steine gewünscht. Ihr bekommt mehr Fairy Dust, weil die auch so wunderschön sind. Ich kann das verstehen. Und die painten sich vor allem auch so geil. So, dann haben wir hier noch die beiden Elfen. Die packe ich gleich noch aus. Und natürlich zeige ich euch auch noch die Vintage Cat. Kommen wir zu den wunderschönen Elfen. Und ich kann nur sagen, wow. Ja, auch da, als ich die Bilder damals gesehen habe, war wieder klar, ich kann mich nicht entscheiden. Es müssen einfach beide werden. Ich habe noch keine Namen für die süßen Mäuse. Wenn euch was einfällt, immer her damit. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist es genau der Name, den ich suche. Einmal haben wir dieses zauberhafte Wesen hier. Auch hier wieder, beide Leinwände sind 40 x 50 cm groß. Wir haben hier einmal 66 Farben, 4 AB und 1, 2, 3 mal Fairy Dust. Da gucken wir natürlich, oh wow, auch gleich nochmal rein. Die Farben sind der Knaller. Gott, sind die schön. Alleine die hier schon wieder, meine Güte. Ist nicht auszuhalten. So, wo ist es? Da sind sie. So einen gelben Ton habe ich auch noch nicht gesehen.
ein wunderschönes Mintgrün und hier haben wir wieder ein schönes Mokkabraun. So, und bei dieser knuddeligen Fee-Elfe, ich komme immer durcheinander, Fee-Elfe, ich habe, glaube ich, schon 5-mal den Unterschied gegoogelt, aber ich vergesse den immer. So, da haben wir 61 Farben, 1, 2, 3, 4, 5-mal AB und 1, 2, 3, 4-mal Fairy Dust. Na, dann gucken wir doch mal, wie die aussehen. Das ist hier auf jeden Fall einmal die Farbpalette. Sieht hier ein bisschen düster aus, aber hier dann doch wieder ein bisschen freundlicher. Ach, ganz viele verschiedene Farben dabei. Es ist aber auch trotzdem immer spannend, ne? Oder sehe ich auch schon den ersten Fairy Dust Ton? Einmal blau, einmal Mint, auch einmal orange in dem Fall. Und hier haben wir noch einmal einen hellen Ton. So sieht das hier aus. Alles einmal hingestapelt. Und jetzt kommen wir zum letzten Bild und zwar zur Vintage Cat. Und ja, auch jetzt hat sich mein Bauchgefühl wieder gemeldet. Ich habe das Bild noch nicht mal aufgemacht, aber ich weiß, das wird es werden mit dem Wolfsmädchen zusammen. Ach, der Cover meiner war schon der Knaller und dieses Bild ist wirklich wunderschön. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf, das zu painten. Und ich glaube, hier kommt man auch komplett auf seine Kosten, wenn man das alles so mal abwechslungsreich mag. Einen etwas neutraleren Hintergrund, wo man wirklich nur eine Farbe paintet, mit einem bisschen Konfetti. Und ich glaube, Flow Painting ist hier auch vorhanden. Richtig geil. Dieses Bild ist 40x40 cm groß und wir haben 49 Farben und in dem Fall 3 AB-Farben. Wow. Und das Motiv ist auch von Sanrietta. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch den passenden Anhänger dazu bestellen. Und natürlich auch den passenden Coverminder. Das sieht so, so schön aus. Ein richtig tolles Bild. Und ich mag das auch total, dass wir diesen schwarzen Hintergrund haben. Das hebt nochmal die Katze so ein bisschen mehr ab. Richtig geil. Hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung, aber hammermäßig. So, ihr Lieben, das ist die Ausbeute. Die beiden Bilder gehen, wie gesagt, online. Die anderen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Da gucke ich mal, wie die dann so reinpassen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Namensvorschläge habt. Auch gerne, welches denn euer Favorit wäre. Welches Bild ihr lieber heute schon im Shop gesehen hättet. Vielleicht sagt ihr ja, nee, die hol mich gar nicht ab. Ich hätte lieber das, das oder das oder das gehabt. Lasst mich das gerne wissen. Vielleicht ist das ausschlaggebend für meine Entscheidung, welche Bilder als nächstes gelauncht werden. Was vielleicht am meisten genannt wird. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, das war wieder ein kleiner Sonderteil. Ich habe den letzte Woche vorgedreht. Ihr wisst, ich bin ja aktuell in der Fastenwoche. Also falls ihr euch wundert, so, hä, wieso ist denn jetzt ein Video aus der Halle online? Die ist doch gar nicht da. Alles vorproduziert. Und ja, wenn die Bilder euch gefallen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr es macht. Ansonsten stalkt mich gerne auf meinen ganzen anderen Kanälen. Ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und ich sage, habt viel Spaß mit euren Bildern. Tschüss!